Hallo und willkommen aus der Pause zurück. Kai, es geht hier direkt auch weiter. Du bekommst jetzt so langsam Konkurrenz, denn als nächster Speaker hat auch 21 Jahre E-Commerce schon auf dem Puckel. Ja, genau. Stefan Renzel, ja. Genau. Ich freue mich riesig auf ihn und ich denke, er ist schon da. Wollen wir ihn reinlassen? Er ist schon da. Ich glaube, er kann sich direkt mal hochschalten. Stefan, schalte dich gerne mal hoch. Ja, Stefan, da ist er. Ja. Hallo Stefan, grüße dich. Oh, wir sehen dich in voller Schönheit. Ich höre euch. Ja, ja. Die Anna hat gerade gesagt, ich kriege jetzt Konkurrenz, 21 Jahre E-Commerce und dann kriege ich natürlich Konkurrenz. Du bist ja immer der bestangezogenste Mann auf den Konferenzen hier. Kommst ja aus der Fashion-Branche. Hier, zum Glück bist du noch relativ klein hier dann auch zu sehen, sonst komme ich mir ja noch schlechter vor. Toll, dass du da bist. Also 21 Jahre E-Commerce, du hast Otto gemacht, du hast Brands for Friends hier gemacht. Wir haben uns dann kennengelernt, da warst du Deutschlandchef hier von eBay. Dann ging es ja weiter für dich zu Tom Taylor. Und jetzt bist du auch so ein bisschen missionarisch unterwegs, glaube ich. Oder ist es jetzt wahrscheinlich doch eher intensive Beratung statt Missionierung? Ja, das ist so wahrscheinlich eine gute Kombination aus beidem. Und das eine geht kaum ohne das andere. Und was es auf Dauer sein soll, das kann ich gleich nochmal ein Stück weit anreißen. Ja. So, vielleicht, aber bevor du dann, du hast ja auch ein paar schöne Slides hier dann auch mitgebracht, bevor du in Medias Res gehst. Eine Frage an dich mit jemand, der ja auch schon so lange auf den Markt schaut, auf das Thema Digitalisierung in all seinen Facetten dann auch guckt. Wie erlebst du jetzt so die aktuelle Zeit? Klar, irgendwo auch Brandbeschleuniger, aber vielleicht dann so ein paar Eindrücke, die du mitnimmst als jemand, der sich schon so lange mit dem Thema beschäftigt. Was macht das mit uns, mit den Unternehmen? Ja, glaube ich, ein sehr gemischtes Bild. Ne? Es kommt darauf an, wen es wie erwischt hat. Und die Bandbreite ist von kompletter Resignation und Rückzug bis hin zu Aufbruchstimmung und beschleunigendem Wachstum und die ganze gesamte Palette dazwischen. Die Firmen, die vor 20 Jahren angefangen haben, sich ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen, prosperieren jetzt wie noch nie zuvor. Man muss sich mal vorstellen, dass die ganz Großen der Branche in Q2 und Q3 die Bestellungen nicht ausliefern konnten. So viel Volumen wurde abgefragt. Bis hin zu denen, die jetzt leider wenig Antworten haben auf das, was die Kunden nicht erst seit Covid, aber schon länger auch von ihnen erwarten eigentlich. Mhm. Ja, du wirst es gleich tiefer aufhören. Ich bin auf meiner Seite, ich bin gespannt. Anne, was sagst du? Absolut. Ich würde sagen, Stefan, starte mit deiner Präsentation. Wir freuen uns drauf. Wunderbar. Viel Erfolg, Stefan. Jetzt schauen wir mal hier. Das gibt es doch nicht. Jetzt hat er hier ein Security-Thema. Das hatten wir eben auch kurz. Starker Einstieg. Kein Problem. Lass dir genug Zeit. Kai und ich können sonst auch immer noch mal schnell überbrücken. Du brauchst im Prinzip auch gar keine Slides, weil ich meine, du kennst ja gerade die Fashion-Branche da aus wie deine Hosentasche. Ich meine, die hat es ja nun besonders heftig dann auch erwischt. So ist es. Ich hoffe, man sieht die Slides. Jetzt sieht man die Slides, ja. Wunderbar. Sag mal, nochmal zur Zeit. Wie lange habe ich? Weil wir haben einen ziemlichen Ritt vor uns. Ja, wir haben einen Ritt. Eigentlich hast du jetzt, du hast noch 27 Minuten und dann stehst du uns, glaube ich, noch in der Q&A-Session zur Verfügung. Absolut. Dann gehe ich in den Q&A-Raum virtuell. Ich hoffe, viele andere auch. So, ja, cool. Lass uns gleich. Druckbetankung, Stefan. Absolut. Ja, gib Gas. Ne? Hoffen ist keine Strategie. Als kleiner Teaser vorab, Kopf in den Sand zählt nicht. Ich sage gleich, warum. Geht das hier auch? Okay, kurze Intro. Kai hat mich schon ein bisschen angerissen hier. Seit 91 im Berufsleben, seit 99 im digitalen Wahnsinn unterwegs. Bei Otto angefangen, dann für die Firma Max das Fashion Business aufgebaut, das E-Commerce Fashion Business. Dann in die Formel 1 nach England zu McLaren, das Formel 1 Fan Merchandising und E-Commerce aufgebaut für Lewis Hamilton, den Fanclub und spaßige Dinge dieser Art. Bin zurück zu Otto, war Geschäftsführer Otto Niederlande, bin nach Berlin zu Brands of Friends, war Geschäftsführer Brands of Friends und zuständig fürs Fashion Vertical auf eBay, bin dann Geschäftsführer eBay geworden und Ende, Anfang 18 in die Tom Taylor Gruppe gewechselt und war bis Ende Juni 2019 bei Tom Taylor fürs Digitalgeschäft zuständig. Das macht 21 Jahre im E-Commerce, sowohl auf der Händlerseite, auf der Markenseite,
auf Shopping-Club-Seite als auch auf der Marktplatz-Seite, also 4 große Modelle auf der Geschäftsführungsebene kennenlernen dürfen. 9 Jahre Ausland, 2-mal Niederlande, 1-mal England, also kunterbunter Ritt. Vieles extrem opportunitätsgetrieben, rückwirkend könnte man das für eine Masterstrategie halten, weit gefehlt, sehr viel Chancen einfach beim Schopfe gegriffen. Das ist auch ein Stück weit ja das Thema von heute. Bevor wir einsteigen, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich verortet, Markt und Modelle. Und ich steige gerne mal ein bisschen provokativ ein mit unserem Philosophen Mike Tyson. Jeder hat einen Plan, bis er dann letzten Endes einen Schlag abbekommt. Letzten Endes, wenn man auf die Handelswelt schaut, dann gibt es, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten gibt es 2 große Einschläge. Das eine ist die digitale Disruption als solches, Digitalisierung, aber mit stetig höherer Geschwindigkeit. Und natürlich ist jetzt im Februar, März dann nochmal eine zweite extreme Disruption dazugekommen. Insofern ist das Gefühl wahrscheinlich für viele sehr nachvollziehbar, was man hier auf dem Bild sieht. Warum geht das alles immer schneller? Die meisten von euch werden das kennen, das Mooresche Gesetz. Ansonsten gerne mal nachschauen. Da geht es also darum, dass die Prozessoren, auf denen die Rechenleistung erbracht werden muss, letzten Endes immer leistungsstärker werden. Das heißt, die Anzahl der Transistoren auf einem Mikrochip werden immer mehr und die Anzahl und damit die Leistungsfähigkeit wird exponentiell höher, besser, schneller. Und durch steigende Rechenleistung ist letzten Endes ja der Motor hinter der exponentiell sich entwickelnden digitalen Veränderung des kompletten Lebensbereichs, aller Lebensbereiche, aller Branchen, aller Themen, die uns jeden Tag betreffen. Deswegen, wer zurückblickt und sagt, Mensch, ist das alles gerade irgendwie schlimm und schnell, so langsam wird es nie mehr wieder sein. Und das sieht man natürlich auch, und das sind Zahlen, die ihr kennt, und das sind Zahlen vor allen Dingen noch vor der Corona-Pandemie. Deswegen entwickelt sich der E-Commerce jetzt hier am Beispiel Deutschland, so wie wir das seit Jahren auch immer wieder in der Szene diskutieren. Und ihr seht in 2019 hier der letzte Balken in der Wachstumsrate von 11% vor Corona und um einen Volumenzuwachs von 6 Milliarden Euro alleine in 2019 ist da eine gesunde Wachstumsdynamik drin. Für die, die sozusagen über Warengruppen sich gerne das anschauen, auch das ist kein neuer Datenpunkt, aber wichtig zu wissen, im Grunde sind die beiden großen Warengruppen Fashion und Consumer Electronics mit zusammen im Grunde fast 50% des gesamten Marktes und das macht in Euro 30 Milliarden. Und dann ist das drittgrößte, ist Freizeit und Hobby, also die 60 Milliarden verteilen sich, wie man das hier abgetragen sieht. Auch außerhalb Deutschlands findet man Fashion und Consumer Electronics immer ganz weit oben, beziehungsweise immer an den Top 2 Positionen der Warengruppen, hier abgetragen nach Konsumenten in Millionen über europäische Nachbarländer. Also Fashion und Consumer Electronics auch außerhalb Deutschlands große Themen. Was ist eigentlich das Problem da draußen? Und das ist nicht durch Covid erst entstanden, sondern das war vorher schon da und ist natürlich jetzt um ein Vielfaches dramatischer geworden und ein Stück weit auch überzeichnet. Und das ist natürlich unter anderem der Frequenzverlust im stationären Handel. Ihr seht hier in Blau nach unten abgetragen die Einkaufshäufigkeiten pro Jahr nach Warengruppe. Und da seht ihr zum Teil dramatische zweistellige Rückgänge in der Einkaufshäufigkeit und in Orange abgetragen die Einkaufshäufigkeitszuwächse dann Richtung Online. Also klare Migration von Verhalten. Deswegen ist das Thema Frequenzverlust, auch das in den Innenstädten, Frequenzverlust im Einzelhandel, auch das, was man natürlich immer wieder hört. Und da ist nicht online sozusagen der Schuldige, sondern letzten Endes ist es der Konsument, der abstimmt und sich für sich selber Kosten-Nutzen-Rechnungen im Kopf sozusagen anstellt und immer wieder sich für Online-Angebote entscheidet, weil der Aufwand und der Ertrag letzten Endes für dieses Verhalten positiv ist. So, was ist jetzt passiert? Jetzt ist natürlich, alle haben das schon erklärt, das muss ich jetzt nicht wiederholen, aber ganz spannende Grafik aus dem US-Markt, Covid als absoluter Brandbeschleuniger, als Amplifikator, als Kondensator, wie immer man das alles nennen möchte, Katalysator, also es gibt ja Begriffe, aber was es unterm Strich ist, ist, dass Kundenverhalten jetzt schlichtweg beschleunigt nochmal sich verändert zeigt. Und ihr seht hier den Online-Anteil des amerikanischen Handels und da seht ihr, dass man innerhalb von 3 Monaten durch die Pandemie letzten Endes eine Entwicklung von 10 Jahren aufgeholt hat.
also nochmal obendrauf gepackt hat. Ne? 3 Monate, 10 Jahre abgebildet, in 3 Monaten sicherlich ein Artefakt, künstlich im Brennglas entstanden, aber da bleibt halt was nach. Und was man hier sieht, ist, dass die Wirkung letzten Endes nicht nur ein Strohfeuer ist, wie der eine oder andere das vielleicht hofft, sondern hier fundamentale tektonische Bewegungen zu beobachten sind bei Neukunden, aber vor allen Dingen auch bei Bestandskunden. Ihr seht links mal abgetragen sozusagen nach Einkaufshäufigkeit, wie sehr denn jetzt diese einzelnen Shoppergruppen von Kaufmuffel bis Heavy Shopper, wie sehr sie denn glauben, dass ihr Verhalten sich je Medium ändern würde. Dann seht ihr, dass der grüne Anteil letzten Endes überall mit Zuwachs sich darstellt und vor allen Dingen bei den Heavy-Shoppern den größten Ausschlag hat. Das heißt, sowohl Online-Shopping-Muffel und Menschen mit Reaktanz, aber vor allen Dingen auch bestehende, aktive Online-Käufer sind sozusagen jetzt noch stärker in den Medien unterwegs. Und rechts vom IFH nochmal eine spannende Grafik, wo man mal, das ist natürlich MAFO, aber dennoch der Ausblick der Konsumenten auf ihr Verhalten zum Weihnachtsgeschäft lässt den einen oder anderen stationären Einzelhändler, glaube ich, auch erstarren, weil da sich tatsächlich nochmal weitere tektonische Platten in Richtung Online-Absatz zeigen. Der Online-Anteil, links abgetragen in den einzelnen Warengruppen, den seht ihr, der geht zum Teil über 30%. Ne? Consumer Electronics und Fashion sind über 30%, aber Freizeit und Hobby nicht weit entfernt. Also große Varianz, ne? Heim und Garten mit 6, aber bis über 30. Und dann seht ihr in der Mitte mal abgetragen, wer hat denn eigentlich einen eigenen Online-Shop? Und dann sieht man, dass knapp die Hälfte nur der Händler in der Dachregion überhaupt einen eigenen transaktionsfähigen Ansatz fahren, das heißt einen eigenen Online-Shop betreiben, einen eigenen Direct-to-Consumer-Shop. Und das variiert natürlich korreliert mit der Größe, das seht ihr rechts abgetragen. Das sind natürlich die Kleinen tendenziell noch mal weniger oft einen Online-Shop haben mit 34% und die Großen mit 65% dann halt öfter. Aber unterm Strich, selbst bei den Großen, ja, 35% ohne eigene Direct-to-Consumer-Möglichkeit, das heißt ohne eigene sozusagen Fähigkeit, Endverbraucher über ein Online-Interface zu bedienen. Und deswegen verwundert es auch nicht, dass viele hier am Krückstock gehen durch Covid. Von unserem Freund und Kollegen Thomas Lang, das ist nur Mathematik, trotzdem hilfreich, so eine Tabelle mal zu haben. Zeigt mal, wie groß der Impact sozusagen eures Online-Wachstums in Abhängigkeit von dem Online-Anteil, den ihr vor Corona hattet, ist. Ja, wenn ihr also links einen Online-Anteil vor Corona von 10% habt und der Shutdown dazu geführt hat, dass der wegfällt, dann hilft es halt auch nicht viel, dass, selbst wenn man dann sozusagen während der Corona-Zeit ein Online-Wachstum von 100% hatte, dann macht das fürs Gesamtgeschäft immer noch minus 80 sozusagen an Performance zum Vorjahr. Das bedeutet letzten Endes, dass das Versäumnis in der Vergangenheit, adäquate Online-Anteile im eigenen Geschäft aufzubauen, dass das sich natürlich auch in der Pandemie gerecht hat. Und die Wachstumsquoten, mit denen viele dann hausieren gegangen sind, letzten Endes dann nur Lipstick on a Pig waren und ein Stück weit ein Feigenblatt vor dem eigentlichen Problem. Denn wenn ich keinen Online-Anteil habe in ausreichendem Ausmaß, dann ist das auch kein Hebel sozusagen gegen den Wegbruch während des Lockdowns, um dagegen anzugehen. Großes Thema im Markt, Marktplätze. Das habt ihr in den ganzen Vorträgen immer wieder gehört. Ganz spannende Sichten auch hier im Forum mitgenommen. Ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, ist, dass Marktplätze mit 480 Stand vor ein paar Wochen gezählt durch die Studie, die hier erwähnt ist, natürlich ein hochinflationäres Thema ist und alleine 170 Marktplätze in der Dachregion präsent sind. Und das bedeutet eine Verdopplung der Marktplatzangebote in den letzten 5 Jahren. Das ist also völlig irre, was da in diesem im Bereich Marketplaces und Plattformen so los ist. Und es wundert deshalb ein Stück weit nicht, dass der Anteil am deutschen E-Commerce jetzt mal über einen dicken Daumen so in etwa die Hälfte oder zur Hälfte aus Marktplatzumsätzen besteht.
Ja, also circa 50% Tendenz steigend des deutschen E-Commerces ist, des deutschen Onlinehandels ist bereits Marktplatzgeschäft. Und natürlich ist, Amazon ganz, ganz klar der Platzhirsch, deutlich unter dem Wahrnehmungsradar und sicherlich mit weniger Wachstumsdynamik, aber immer noch hochgradig relevant ist dabei auch noch eBay. Die beiden teilen sich ein Stück weit natürlich, wenn man das aufaddiert, den deutschen Marktplatzmarkt zumindest zu einem ganz großen Anteil. Also ja, wahnsinnige Auswahl an Marktplätzen auf der einen Seite. 50% des Onlinehandels sind Marktplätze. Und wenn man es ganz grob zusammenfasst, teilen sich fast zwei diesen Marktplatzmarkt. Die Händlerbasis setzen wenig überraschend, daher seit einiger Zeit ganz stark auf Marktplatzerweiterungen. Das heißt, sie erweitern sich selbst in ihrem Handelsmodell um das Angebot als Marktplatz. Sie erweitern die Plattform von einem reinen Shop, D2C-Shop, hin in eine Plattform, wo andere Händler sich aufschalten und über die Plattform verkaufen können. Ihr seht links die Top 10 Handelsplattformen in Deutschland. Und von denen sind wahrscheinlich 8 schon live mit dem Marktplatz oder sind zumindest in einem Projekt, das zu launchen. Ihr seht in der Mitte die Amazon Drittanbieter. Anteile gehen in Richtung 60%. Das heißt, Anteil an Verkäufen auf Amazon heute schon Richtung 60% von Nicht-Amazon-Verkäufern auf der Plattform. Und wenn man sich die Großen in Deutschland anschaut, dann ist auch die Strategie von einem Zalando und auch anderen sehr klar mit einem Schwerpunkt auf dem Thema Marktplatz, also nicht eigenes Geschäft. Und das ist natürlich nachvollziehbar, weil das, was Working Capital angeht, natürlich die schonendere Wachstumsstrategie ist. Ich muss das Inventar nicht aufs eigene Risiko vorhalten und pitche sozusagen den Kunden, den Usern gegenüber breiter Auswahl als die Value Proposition. Problem beim Marktplatz ist, das ist ein sogenanntes Winner-Takes-it-All-Modell für User. Gibt es eigentlich keinen Mehrwert, bei ähnlicher Sortimentsstrategie mehrere Marktplätze zu nutzen. Wenn ich jetzt an einen horizontalen Marktplatz wie Amazon und eBay denke, dann ist wahrscheinlich mit 1 bis vielleicht 3 ist die Luft dann raus aus dem Ökosystem. Da wird es kaum gelingen, ernsthaft Nutzertraktion aufzubauen. Denn Netzwerkeffekte brauche ich natürlich. Ich brauche viele Nutzer und viel Inventar, damit die Demand- und Sell-Side sozusagen dieses Schwungrad überhaupt in Bewegung setzen kann. Und deswegen wird es auch eine starke Konsolidierung noch geben. Horizontal ist, glaube ich, da nicht viel zu holen. Vertikal und in der Spezialisierung gibt es Chancen. Vertikal im Sinne von Fashion oder andere Verticals und natürlich auch Spezialthemen. Ne? Thomann ist ja ein gern gesehenes Beispiel. Wenn es einem gelingt, solche Nischen zu besetzen, dann ist da auch noch Opportunität in der Spezialisierung und das als Marktplatz sozusagen zu skalieren. Aber auch da wird es dann jeweils nur eine sehr geringe einstellige Anzahl, wahrscheinlich maximal 3, geben, die dann so eine Nische wirklich besetzen können und viel mehr Auswahl braucht der User nicht. So, wir haben also gesehen, Marktplatz ist das neue Schwarz, Marktplatz, 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 alle setzen auf Plattform, jeder ist eine Plattform, wenn sie es nicht schon sind, dann sollen sie es aber morgen werden. Und zeitgleich sehen wir, und der Vortrag ist ja bewusst auch aus Markensicht sozusagen hier ausgelobt und geschrieben, und zeitgleich sehen wir erfolgreiche Marken, die als Strategie Direct-to-Consumer ausrufen. Ob das jetzt ein Burberry ist, ein Nike oder ein Adidas oder andere, positionieren sich in der Pressearbeit, aber auch in ihrem täglichen Doing, positionieren sich und fokussieren sich auf das Thema Direct-to-Consumer. Das ist ja auf den ersten Blick erstmal ein interessanter Widerspruch. Alle wollen Marktplatz, alle werden Marktplatz und erfolgreiche Marken sagen, Direct-to-Consumer ist eigentlich mein strategischer Schwerpunkt. Deswegen kurzer Blick auf die gängigsten Modelle, die man im Markt überhaupt sieht. 4 Stück, Offline-Wholesale, Online-Wholesale, Online-Marktplatz und Direct-to-Consumer. Ihr kennt das, ne? Offline-Wholesale, der Hersteller verkauft seinen Bestand oder Teile seines Bestands an den Offline-Retailer. Der Offline-Retailer hat das Bestandsrisiko und bedient Käufer. Im Online-Wholesale ist das dasselbe, aber über eine Online-Plattform. Und auf Online-Marktplätzen
wandert das Bestandsrisiko weg vom Retailer hin zum Hersteller. Deswegen mögen natürlich Plattformbetreiber diese Art von Working Capital reduziertem Trading sehr gern. Und die Plattform bringt den Käufer sozusagen mit zur Party. Der Hersteller hat das Bestandsrisiko und auf der Plattform treffen sich beide und machen hoffentlich eine Transaktion, für die der Hersteller dann eine Provision an die Plattform bezahlt. Der Kunde bzw. der Käufer gehört aber ganz klar dem Marktplatz bzw. der Plattform. Und dann habt ihr als viertes das Direct-to-Consumer-Geschäft, wo Bestandsrisiko beim Hersteller liegt und die Schnittstelle zum Käufer direkt eingegangen wird. Der Käufer eine Beziehung zum Hersteller aufbaut und dementsprechend ein Direktgeschäft, eine direkte Beziehung etabliert. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, was ist nach vorne von strategischer Bedeutung, dann bin ich der festen Überzeugung, dass das ausschließlich im Bereich Direct-to-Consumer und der Plattform sich abspielen wird. Offline-Retail als eigener, sozusagen, ich mag das Wort überhaupt nicht, aber nennen wir es einfach mal Kanal, in dieser isolierten, tradierten Form, ehrlich, wenn überhaupt ein Abschöpfungsmodell, ganz schwierig. Natürlich werden Umsätze im Stationären nicht gen Null gehen. Es wird nicht eine hundertprozentige E-Commerce-Quote geben. Da wird es ganz andere Modelle geben, mit denen man physische Experience sozusagen verknüpft mit der digitalen DNA, ganz klar. Aber das klassische Modell eher Abschöpfung. Im Online-Retail- und Marktplatzmodell ist viel Wachstum, viel Dynamik. Wer also Reichweite und Wachstum sucht, der wird dort fündig. Wer Marke aufbauen, managen, pflegen, etablieren will und vor allen Dingen, wer eine Käuferbeziehung haben möchte, mit der er letzten Endes eine Monetarisierung auf Dauer sicherstellen kann, der wird um ein D2C, ein Direct-to-Consumer-Modell nicht drumherum kommen. So, kurzer Seitenschritt, warum ist das eigentlich alles irgendwie aus Sicht der Marke vielleicht etwas anders als aus Sicht eines Händlers? Was ist denn eigentlich eine Marke? Und eine Marke, deswegen hier nochmal links irgendwie mit Plato beginnend, eine Marke ist letzten Endes die Synthese aus Bedeutung und Belohnung. Da wird es schnell ein bisschen psychologisch, aber so ist es. Was da abläuft im vorderen Kortex des Hirns, und das ist übrigens da, wo auch grundsätzlich Süchte und ähnliche Dinge entstehen. Aus der Synthese von Bedeutung und Belohnung werden letzten Endes Glücksgefühle entstehen Glücksgefühle. Und dieser Botenstoff, das weiß man, der nennt sich Dopamin. Und letzten Endes geht es im Bereich, nicht nur, aber auch im Bereich des Brandmarketings, des Brandmanagements, und sollte eigentlich auch Ziel jedes Händlers sein, möglichst die Dopaminausschüttung der Kunden zu triggern. Und da kann man natürlich über den Preis gehen. Das ist auch dopaminfördernd. Das ist nur wenig nachhaltig. Bedeutung und Belohnung sind eigentlich viel werterhaltendere Dimensionen, über die, wenn vernünftig synthetisiert und ausgespielt, dann auch Dopaminausschüttungen entstehen. So, Marken basieren auf einem sogenannten Framing. Ja, Framing, wichtig. Und Framing basiert auf einem genannten Figurgrundprinzip. Ihr seht hier über die Screens vielleicht nicht so toll zu erkennen, zwei identisch gefärbte schwarze Quadrate. Wenn ich einen andersfarbigen Grund dahinter lege, dann verändert sich in der Wahrnehmung, verändern sich diese Farben der Quadrate, die Quadrate in den Quadraten anders gefärbt aus, sind sie aber nicht. Sie sind nach wie vor die gleichen Farben. Was ist passiert? Ich habe letzten Endes durch die Veränderung des Hintergrunds die Wahrnehmung hinsichtlich der Figur verändert. Und dieses Framing auf Basis des Figurgrundprinzips ist natürlich im Bereich der Marke und damit nicht nur bei Fashion, aber vor allen Dingen natürlich eine sehr naheliegende Warengruppe, wo das relevant ist. Im Bereich dieses Frames, des Markenframes, liegt halt letzten Endes die Marge. Wir haben hier mal, wir sehen hier mal vier Polohemden. Die Möglichkeiten, Polohemden jetzt beliebig teuer zu machen, sind begrenzt. Ja, in der Regel ist das eher ein Baumwollthema. Mit überschaubaren Details und Möglichkeiten, das zu pimpen. Wir sehen ja also vier gegebenenfalls sehr, sehr vergleichbare Polohemden. Ihr seht hier die VK-Preise 9,99, 79,99, 175 und 420 Euro. Und es liegt daran, dass das eine von H&M, das andere von Boss, das dritte von Moncler und das vierte von Gucci ist. Und das sind sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, vom volumenbasierten Geschäft links bis zu einem sehr margen- und markup-orientierten Geschäft rechts. Und letzten Endes ist die Message hier,
dass diese Markenframes am Beispiel der skalierenden Preise hier, dass diese Markenframes es erst ermöglichen, diese Preise abzurufen und Kunden dazu zu bringen, das zu kaufen. Weil die Dopaminausschüttung sozusagen, das, was an Bedeutung und Belohnung aus diesen Labels den Kunden gegenüber transportiert wird, ist so groß, so eine persönlichkeitsverlängernde Wirkung, dass, bestimmte Zielgruppen diese Preise gerne zahlen, obwohl sie natürlich rational wissen, dass das Polohemd unmöglich 420 oder 175 Euro wert sein kann, selbst wenn es die doppelt gute Qualität von günstigeren Anbietern hat. Also im Frame liegt die Marge. So, und wenn ich jetzt das Thema mal, Marke, Framing, Figur-Grundprinzip, wenn ich das jetzt mal auf Plattform übertrage, und ich habe das Hintergrundbild bewusst gewählt, dann ist es halt so, dass zunächst einmal als erste Herausforderung die Plattformen selber ja das Frame sind. Die Marken in diesem Frame sind dadurch die Objekte. Figur-Grundprinzip, ja, der Grund ist sozusagen die Plattform mit ihrem eigenen Branding und die Figur ist der Content, den die Marke, den sehr viele Marken, hunderte Marken jetzt zur Verfügung stellen. Also Plattformen sind der Frame, Marken, Objekte darin. Das heißt, es ist schwierig für die Marke, es ist unmöglich für die Marke, ihr eigenes Frame hier aufzubauen und im Frame liegt letzten Endes die Marge. So, dann haben natürlich die Plattform Markentemplates. Das heißt, hier wird sozusagen der Marke das Gefühl gegeben, dass sie sich da inszenieren kann. Das sind aber alles dieselben Templates und kein Markenmanager würde sagen, dass darüber die hinreichende Framebildung möglich ist. Das heißt, man geht an der Aufladung vorbei. Marktplätze als dritte Herausforderung sind primär funktional. Wer ein T-Shirt sucht, hat 21.000 Treffer. Das ist eher die Anmutung von ganz rechts. Templates sind alle hocheffizient, sind auf Attribut und Filtern ausgelegt. Und das ist auch das Browse-Verhalten, Entschuldigung, das Surf-Verhalten, das Nutzungsverhalten auf diesen Plattformen. Das ist ein suchebasiertes Phänomen. Es wird sehr stark über Filterung in den Suchergebnissen gearbeitet. Deswegen ist die Suchoptimierung auf Plattformen das A und O. Da ist mit Branding und Brandbuilding zumindest im Haupttraffic nicht viel passiert. Da passiert nicht viel. Last but not least, Herausforderung 4, Verkäuferökonomie. Große Achillesferse. Dadurch, dass ich kein Kundendatum generiere, mit dem ich als Händler oder auch als Hersteller selber arbeiten kann, muss und damit kein Customer Lifetime Value letzten Endes habe, ich kann die Beziehung nicht monetarisieren, muss die Transaktion in dem Augenblick Deckungsbeitrags 2 positiv sein. So, das ist bei gleicher Warenrohrertragsmarge hat man zwar den gleichen Ausgangspunkt, ich habe aber und bestenfalls habe ich eine ähnliche Marketingkostenrelation, also da passt es noch. Aber spätestens, wenn ich in die Warenkörbe reingehe, habe ich halt das Problem auf den Plattformen aus der Fulfillment-Sicht, aus der Verkäufersicht, einen Artikel Warenkörbe zu generieren. Da ist in der Regel pro Verkäufer nicht mehr drin als ein Artikel. Und damit habe ich die vollen Logistikkosten bei ein Artikel Warenkörben, je nach Durchschnitts-VK ein Problem. Und ich habe in aller Regel höhere Tourenquoten auf den Plattformen, weil auch die User in dem hohen Volumen zum Teil über Jahrzehnte entsprechend auch erzogen wurden. So, wenn ich dann auch in so eine DB2-Rechnung auf den Warenkorb mal reingehe, dann habe ich hier mal ganz schnell abgetragen im Direct-to-Consumer-Kontext oben Average Order Value minus Steuer 80 Euro. Das ist ein ASP, ein Average Selling Price von 30, 2,7 Items per Transaction, Retourenquote, Nettoumsatz, Contribution Margin, also Deckungsbeitrag, dann habe ich Logistikkosten raus, Retouren, Logistikkosten rein und dann habe ich eine 15-prozentige Marketingkur. Das heißt, ich mache mit so einem 80-Euro-Warenkorb knapp 7 Euro, gute 7 Euro Deckungsbeitrag 2. Wenn ich jetzt das Gleiche auf dem Marktplatz mir anschaue, dann habe ich hier meinen geringeren Average Order Value, ich habe die geringeren Items per Transactions, ich habe eine höhere Retourenquote, ich zahle trotzdem Marketingkosten einmal fürs Listing, also für die Provision sozusagen auf die Transaktion und in der Regel werde ich zur Kasse gebeten für Sichtbarkeit. Das heißt, ich muss, wenn ich performen will, muss ich auch noch zusätzlich Marketing in Sichtbarkeit im Rahmen der Suche investieren. Wenn ich das alles mal abtrage, dann ist so eine Transaktion sehr schnell Deckungsbeitrags 2 negativ. Das hängt natürlich von diesen einzelnen Parametern ab und vor allen Dingen auch von dem Average Order Value. Wenn ich da höherpreisig bin oder habe eine viel höhere Marge, dann ist das natürlich schnell auch anders. Das muss man sich aber anschauen, weil das die große Achillesferse ist und viel Romantik ist im System, weil sich das viele einfach nicht anschauen und glauben, eine Transaktion ist doch eine feine Sache. So, zusammenfassend, ich muss ein bisschen Gas geben. Plattform,
Ich habe schlüsselfertig Zugang zur Reichweite. Die Kundenerwartung ist natürlich auch ein Stück weit, dass ich präsent bin, also insofern meine Marke zur Plattform passt. Ich kann auch ohne Bekanntheit da Traffic generieren, wenn ich das Suchmaschinenoptimierungsspiel auf der Plattform halbwegs im Griff habe und das heißt, sichtbar im Suchergebnis bin. Ich habe kein Brandframe, ich generiere keine Kundendaten, die ich nutzen kann. Das ist ein reines Abverkaufsthema. Ich brauche trotzdem ein Setup, weil ich Angebot steuern muss. Ich muss DB2 verstehen, ich muss letzten Endes Produktdaten veredeln, anreichern. Das sind alles Dinge, ich muss Retourenquoten managen, Artikel, Sortimente schneiden im Zweifel, wenn die Retourenquoten mir um die Ohren fliegen. Und die Warenkorbs, DB2-Kalkulation oder das Tracking und die Optimierung ist halt eben kein Selbstläufer, Plug and Play ist es nicht. Und die Killer-Applikation bei Plattformen ist Sichtbarkeit in den Suchen und damit eines Plattform-SEO, wenn man so will. Direct-to-Consumer, höchste Komplexität, aber auch die höchste Unabhängigkeit. Brandframe und das Asset, Kundendaten und Beziehungen sind nur in dem Direct-to-Consumer-Modell letzten Endes möglich, kommt aber natürlich mit den höchsten Anforderungen an das End-to-End-Setup von Technologie-Tools bis hin zum Thema CRM. Die Vakuen, die die Plattform hinterlassen, und das ist vor allen Dingen Brand-User-Experience und Brand-Services, das sind letzten Endes Opportunitäten. Also wenn ich als Direct-to-Consumer-Marke mich frage, was soll ich denn machen, dann würde ich mich jetzt nicht in Technologie verzetteln, sondern schauen, dass ich hier ein differenzierendes Moment vor allen Dingen in Sachen Experience hinbekomme, denn da sind die Plattformen tendenziell schlecht. Unit Economics, das heißt, das Verhältnis von Akquisitionskosten zu Wiederkauf und damit Lifetime Value ist kein Selbstläufer. Das muss ich vor allen Dingen über CRM vernünftig managen. Das Volumen ist begrenzt, weil ich ein One-Trick-Pony bin. Ja, das ist nun mal anders als ein Multilabel-Konstrukt. Da werde ich immer begrenzte Kundenansprachemöglichkeiten haben. Und die Killer-Applikation im Direct-to-Consumer ist CRM. Kunden kaufen ist relativ einfach. Kunden wieder aktivieren und vor allen Dingen sehr lange sozusagen monetarisieren können. Das ist am Ende vom Tag die Killer-Applikation in einem Direct-to-Consumer-Geschäft. So, heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr euch die Frage stellt, was soll ich jetzt machen, ist ja alles kompliziert. Das erste Thema ist, sich in Ruhe mit der Frage stellen, was will ich eigentlich? Geht es um Reichweite, geht es um Profit, geht es um Markenaufbau oder Management, geht es um, sehe ich den Wert in der Käuferbeziehung und wie viel Komplexität kann ich auf der anderen Achse überhaupt, will ich oder kann ich überhaupt wuppen? So, und dann habe ich drei Modelle. Und das Problem ist, dass Online-Wholesale die Plattformen wollen müssen, weil die in der Regel halt immer weniger auf ihrer Plattform im eigenen Lager haben wollen. Online-Wholesale also schwierig. Online-Marktplatz und Direct-to-Consumer heißt, ich muss auch Dinge können. Insofern muss ich strategisch in den Aufbau solcher Fähigkeiten investieren. Aber es gibt keine Alternative aus meiner Sicht, insofern man auch noch in ein paar Jahren Geschäft machen möchte. Das Wichtigste ist aber, und deswegen habe ich hier das philosophische und extrem theatralische Bild gewählt, das Wichtigste ist aber, da ist Licht am Ende sozusagen des Horizonts und das Wesentliche ist, dass man anfängt, etwas zu tun. Was überhaupt nicht hilft, ist zurückzufallen in so eine Lethargie und in eine Resignation. Vieles von dem, was erzählt wird, ist auch ziemlich aufgebauscht. Am Ende vom Tag ist Onlinehandel ein Stück weit auch ein Handwerk. Man muss sich direkt einen Partner suchen, man muss sich Hilfe suchen. Es ist aber auch für Companies, die jetzt nicht unbegrenzte Möglichkeiten und Teams und Mittel haben, gibt es sehr, sehr viele Wege, um wenigstens einmal anzufangen und das zu skalieren, was dann funktioniert. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt gerne Kontakt zu mir aufnehmen. QR-Code, Kamera jetzt raus. QR-Code verlinkt sofort mit dem Profil. Sagt Hallo. Ich bin aktuell, wie Kai eben gesagt hat, ich bin bei Tom Taylor weg. Habe mich noch nicht entschieden, was ich als nächstes mache. Stehe also in Form von Beirat und Consulting und Advisory Board und was auch immer, stehe ich gern zur Verfügung oder einfach nur eine Rückfrage zu dem, was ich eben erklärt habe. Meldet euch gerne und dann gebe ich zurück an Kai und ich glaube, wir gehen jetzt direkt in den Q&A-Raum.